Wissenschaftler machen sowas immer gründlich. Es geht ja um Kohlestopp 26 und 900 Milliarden fürs Klima. Wie macht man sowas? Warum macht die, kann die Politik sowas nicht machen? Ganz kurz der Abriss. Haben Sie Zahlen im Kopf? Naturwissenschaftler fangen immer ganz vorne an. Ja. Urknall. Ja. Ja? Haben Sie Zahlen im Kopf? Urknall, Entstehung, Sonnensystem oder soll ich helfen? Sie können mir gerne helfen. Ich habe gerade noch das Buch Die Menschheit schafft sich ab von Harald Lesch gelesen. Da geht er auch vom Urknall bis heute zurück. Aber ja, genau. Nee, 13,8 Milliarden Urknall, ungefähr 10 Milliarden Entstehung Milchstraße, ungefähr 5 Milliarden Entstehung Sonnensystem, ja. Ungefähr 4 bis 3 Milliarden Entstehung von Vorläufern der DNS und Leben auf der Erde. Jetzt ganz schnell im Schnelldurchgang, was entstand vor 65 Millionen Jahren? Was passierte vor 65 Millionen? Irgendeine Idee? Nee. Ja, das ist ein Riesensprung von 3000 Millionen Jahren Lebensentwicklung bis auf 65 Millionen. Da war schon alles hochentwickelt. Da war das Aussterben der Dinosaurier. Und das ist für uns wichtig, weil sonst wir die Säugetiere niemals groß geworden wären. Wie sahen damals vor 65 Millionen Jahren, wie sah da ungefähr meine Urgroßmutter aus? Meine Evolution, also Urgroßmutter, Urgroßmutter, Großmutter, 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 gehen wir jetzt mal 65 Millionen Jahre zurück. Wie sah die aus? Ja, noch weit, weit weniger entwickelt als heute. Höchstwahrscheinlich mit einem kleineren Gehirn und noch nicht in der Fähigkeit, die Umgebung an sich anzupassen. Ja, also man sagt so Größenordnung mausartig, rattenartig. Springhörnchen hat letztens ein Lehrer hier beim Interview gesagt. Also das heißt, und dann passierte Folgendes. Sie wissen es ja selbst, diese Springhörnchen oder wer auch immer kletterte auf die Bäume, passte sich auf die Bäume an. Da kriegten wir diese Affengestalt und dann später ging es in die Savanne wieder runter. Jetzt sind wir vor 4 Millionen Jahren, jetzt laufen wir also aufrecht in der Savanne. Haben noch dickes Fell. Und was könnte da vor 4 Millionen Jahren passiert sein, was für die Menschheit zentral ist? Irgendwas im Kopf? Wir wissen das alle nicht. Professor Friedemann Schrenk war hier an der Kölner Uni. Sie haben ihn aber bestimmt nicht gesehen. Sonst wüssten Sie es. Nee. Naja. Das ist der berühmteste Paläoanthropologe. Wir haben diese gorillaartigen Eckzähne verloren. Wir haben doch jetzt nur noch winzige Eckzähne und damals hatten wir diese Riesenwaffen, denn vor 4 Millionen Jahren, darf ich dazu sagen, gab es noch nicht die Erfindung der Waffen in dem Sinne. Und für was ist das ein Zeichen? Was für eine Sozialstruktur entwickelt sich, wenn diese Eckzähne verschwinden? Stellen Sie sich mal vor, wie die Sozialität eines Gorillas ist, verglichen dann mit dem, was passiert, wenn der Gorilla plötzlich seine Zähne verlieren würde. Für was wäre das ein Anzeichen? Dass der Gorilla in diesem Fall nicht mehr in gleicher Weise für einen Kampf gewappnet ist, sich mit den Zähnen durchzusetzen. Das heißt also, dass der Rivalenkampf verschwindet in der Sozialstruktur. Das heißt, dass Rivalenkampf keine Rolle mehr spielt in der Lebensweise einer Art. Ja? Und das ist doch phänomenal, dass wir, die wir ja heute wieder so kriegerisch sind und so eifersüchtig und so, ja? Dass das vielleicht gar nicht genetisch sein könnte, sondern dass da vielleicht was passiert ist, was uns zwar manipulativ wieder in kriegerische Situationen gebracht hat, aber gar nicht genetisch unbedingt sein muss. Diese Frage stellt sich dem Wissenschaftler schon so spontan, wenn er das erfährt, dass Menschen, denn ich darf Ihnen mal die Sozialstruktur schildern, die damals war, extrem kooperativ, extrem sozial, sehr viel liebevolle Kontakte in der Gruppe. Haben Sie eine Vorstellung, wie als Mediziner, wie dann der Wettbewerb gesteuert wird? Wissen Sie, was wir Menschen eigentlich für biologische Wettbewerbsmechanismen haben, wenn wir schon keine Eckzähne mehr haben? Letztendlich durch die Knüpfung von sozialen Netzwerken und Strukturen, sich gegenseitig zu unterstützen und Unterstützer für sich zu gewinnen.
Also ganz konkret ist es so ein bisschen ähnlich wie bei den Bonobos. Professor Franz de Waal beschreibt die Bonobos als, hoppla, das sind ja matriarchale Hippieaffen und ich bin ganz normal verheiratet. Also eigentlich passt mir das gar nicht, dass die matriarchale Hippieaffen, und dann praktizieren die auch noch Make Love, Not War. Pfui. Also ja, ich bin doch verheiratet und so, das darf ja nicht sein. Aber als Wissenschaftler musste er das zugeben, dass das so ist. Ja? Und das heißt also, die Männer schenkten alles, wie bei den Bonobos wohl, alles den Frauen und Kindern, erzielten dadurch Anerkennung in der Gruppe, wurden also zum anerkannten Mitglied der Gruppe durch Geschenke, Nahrungsgeschenke an Frauen und Kinder sozusagen. Und dadurch stieg statistisch die Wahrscheinlichkeit, der Vater des nächsten Kindes zu werden. Und dafür haben übrigens Menschen, als Mediziner musste das für sie interessant sein, gibt es da bestimmte Mechanismen. Wir haben zum Beispiel den Krieg der Spermien. Sagt Ihnen das was? Ich weiß nicht genau, worauf Sie hinaus wollen. Aber, ja, bei der Fortpflanzung, also Menschen sind so konstruiert, dass sie konstruiert sind dafür, dass sie mehrere Spermien von unterschiedlicher Herkunft aufnehmen und dass die dann tatsächlich miteinander so eine Art Krieg führen. Darum, wer kommt dann am Ende zur Eizelle? Ja. Das ist für Sie medizinisch interessant. Und das Zweite ist, haben Sie schon mal vom Orgasmus-Ansaugreflex gehört? Bislang noch nicht, nein. Ja, also das gibt es sogar Bilder im Internet. Also das bedeutet, dass wenn ein Weibchen bei den Bonobos oder bei den Frauen, bei den Menschenfrauen, jemanden besonders sympathisch findet, dann saugt sie dessen Spermienarmeen an, um ihnen einen Vorsprung zu geben, während bei anderen, die nicht ganz so beliebt sind, dass das dann nicht stattfindet. Und dadurch kommt es zu einer körperlichen Wettbewerb, ohne dass es Schlägereien geben muss. Und das ist doch toll. Also ohne Gewalt, ohne Frieden kommt es trotzdem. Denn DNS ist Wettbewerb, das wissen Sie aus der Medizin, ja? Mhm. Ja, ja. Und kommt es trotzdem zu einem Wettbewerb, aber der ist absolut friedlich. Und dann passiert bei den Bonobos Folgendes, wenn sich da Nachbargruppen begegnen. Was passiert, wenn Schimpansen sich die Nachbargruppen begegnen? Bei Schimpansen? Die bekriegen sich. Und bei den Bonobos wird auf Kooperation gesetzt, ja. Sogar in viel mehr noch, die haben einfach Spaß mit Sex miteinander. Ja, wenn sich da zwei fremde Gruppen treffen, dann bilden die ein Liebesnetz aus. Ja? Und so ähnlich müssen wir uns das vor 400.000 Jahren, wir springen jetzt also von 4 Millionen Jahren, dazwischen liegt natürlich die Erfindung der Technik und so weiter, dann Fellverlust und so weiter, springen wir auf 400.000 Jahre. Das Zeiten des späten Homo erectus, übrigens ein, ja, durchwachsenes Filmgeschehen ist im ZDF, Mediathek, ZDF, Terra X, die ersten Menschen 1 und 2, auch mit Professor Friedemann Schrenk wieder, weil der nun mal der berühmteste in Deutschland ist. Und da wird eben geschildert, so ungefähr zu Zeiten des späten Homo erectus wird die erste Tauschhandlung geschildert. Jetzt habe ich schon verraten, das war nämlich eigentlich meine Frage, dass ich Sie hätte fragen wollen, was war die große Erfindung, die unser liebevolles Sozialleben endgültig zerstört hat und heute uns den einsamen, kaufsüchtigen Single, die Konsumsucht, den Raubbau an der Erde und alles beschert hat. Welche Erfindung hat quasi diese hochsoziale Gruppe, in der es weder Akkumulationsgelüste gab, weil ja die Männer alles den Frauen und Kindern schenken, in denen es keine Machtsucht gab, keine gewaltsam durchgesetzten Machtansprüche im Gegensatz zum gemeinen Schimpansen und so weiter. Ja, also was war die Erfindung? Und ich habe es schon rausgelassen. Tauschhandel. Hatten Sie das schon mal gehört? Das ist nämlich völlig neu, diese Erkenntnis. In ähnlicher Form habe ich das schon gelesen. Jetzt gerade bei, was ganz populär ist, Yuval Harari, die kurze Geschichte der Menschheit. Da wurde das angerissen, genau. Aber war mir aber zu oberflächlich. Ja, das ist die Kritik habe ich auch gehört, aber das Buch hat mich trotzdem sehr interessiert, ja. Und denn das ist ja ein Unterschied. Ich habe gerade letztens mit dem Sozialisten, mit dem ich gesprochen hatte, der sagte, Eigentum war die entscheidende Erfindung. Nein, es ist umgedreht. Wenn Sie den Tauschhandel erfinden, bildet sich sowas wie Eigentum fester heraus. Ja? Weil ab dem Moment müssen Sie, wenn Sie Händler sind, ja, müssen Sie auf Ihren Kram aufpassen und müssen das als Eigentum behandeln. Also Eigentum wird erst stark durch die Erfindung des Handels und des Tausches und so weiter. Ja? Und
welche jetzt, was ändert sich an der Dynamik, der evolutionsbiologischen Dynamik unserer Art? Denn wissen Sie, wann heute die Professoren sagen, wann der Homo sapiens mittlerweile angesetzt wird zahlenmäßig? Früher war das ganz 70.000 Jahren. Sehen Sie, da sind Sie noch in den alten Zahlen. Das war das mit den 70.000, das war so ungefähr vor 30 Jahren oder vor 40 Jahren. Und dann jedes Jahr, alle paar Jahre, wenn ich dann geguckt habe, war die Zahl größer geworden. Wir sind mittlerweile bei 300.000. Ja, also Homo sapiens gibt es seit 300.000 Jahren und wir nennen ihn den Homo Mercator eher, den handelstreibenden Menschen. Denn wenn vor 400.000 Jahren ungefähr der Tausch erfunden wurde, ganz allmählich wird aus dem Tausch dann der Tauschhandel hervorgegangen sein. Und dann jetzt was zur Dynamik. Ich schildere Ihnen mal zwei kurze Geschichten und ob Sie das nachvollziehen können. Der Händler hat Steinäxte dabei, die ja vor 2,5 Millionen Jahren ihren Aufstieg langsam hatten. Die wurden vielleicht früher nur für technische Sachen benutzt, ja, für Nahrungszubereitung oder irgendwas oder Bäume bearbeiten oder was auch immer. Und jetzt erzählt er zufällig, per Mutation und Selektion kommt es dazu, dass ein Händler zufällig eine Geschichte erzählt. Weil ja alles variiert, ja? Menschen errare humanum est, es gibt Mutationen. Wir sprechen, haben Sie den Begriff Meme schon mal gehört? Meme, ja. Ja, also das Internet-Meme unterscheidet sich minimal von dem Meme-Begriff. Meme ist ja die englische Aussprache. Aber im Prinzip ist es ein Kunstwort von Memory, verhaltenssteuernde Gedächtnisinhalte, Memory, Gedächtnis. Und das ist einfach nichts anderes als der Primitiv-Vereinfachungsbegriff. Wir haben in der Evolution Gene und Meme, fertig. Mehr steckt da nicht hinter. Mehr sollte man darin auch nicht hinein philosophieren. Ja? Das heißt also, diese mimetischen Prozesse, also die Memplexe streuen auch wie Mutation, Selektion, genetische Art streut das auch. Jetzt haben wir einen Händler, der erzählt die Geschichte, ja, 100 Kilometer weiter hat eine Gruppe die andere nachts totgeschlagen. Was entsteht in den Köpfen der Zuhörer? Die stellen sich diese Geschichte wahrscheinlich bildlich vor, weil es eine Fähigkeit, die der Mensch hat, ist, dass der Mensch sich Geschichten vorstellen kann, die er nicht mit eigenen Augen gesehen hat auch. Ja. Was kriegen Sie für Gefühle und wie ändert sich Ihr Kaufverhalten? Höchstwahrscheinlich versucht man, seinen Besitz zu sichern, man wird in Angst versetzt, man hat Angst um seinen Besitz und um die Zukunft, um die Vermehrung des Besitzes, um die Sicherung des Besitzes und man wird wahrscheinlich mit den Steinäxten, also entweder man verkauft die zu einem hohen Preis oder... Ach so, nee, dann ist ein Missverständnis. Der Händler bringt die mit in die Gruppe bei seinem Besuch, die Steinäxte. Also wenn die Leute mehr Angst bekommen, was denken Sie, werden die diesmal mehr Steinäxte dem Händler abkaufen oder weniger? Ja, die werden mehr Steinäxte abkaufen, sicher, ja. Und das ist schon das ganze Problem des Kapitalismus, ja, weil es nämlich bedeutet, dass wer die Menschen aufhetzt zu ängstlichen Stimmungen oder gar kampfbereiten oder gar vielleicht sogar die Leute Geschichten erzählt, dass sie denken, vielleicht wenn wir mit einem Präventionskrieg so eine Gruppe angreifen, dann sind wir ja geschützt, weil wir die dann getötet haben. Und dadurch beginnt dann ein unendliches Hin und Her an Blutrache und so weiter. Ja? Also das heißt also, eigentlich ist da der Grundkonflikt des gesamten Kapitalismus. Oder wie sehen Sie es? Also sicher sind das Werbung, Marketing, das darauf setzt, Ängste zu schüren. Boulevardmedien, die das Ganze nochmal triggern und verbreiten. Das ist nötig, um Wachstum zu generieren, der halt die Gesellschaft, wie wir sie jetzt haben, aufrechterhält. Das war pathologisches Wachstum, nämlich da werden ja Kriege erzeugt, die gar nicht nötig wären, nur um Konsum, um des Konsumes willen zu erzeugen. Ja? Und das ist doch Wahnsinn. Das ist ein wahnsinniges System, das aus diesem kleinen Tauschhandel erwächst. Ich mache Ihnen das zweite Beispiel. Stellen Sie sich vor, dieser Händler, der von einer anderen Gruppe kommt mit seinen Gehilfen, hat die ersten Vorläufer der Süßigkeiten bei sich. Wie ist die Interessenslage der Mutter gegenüber dem Kind und wie ist die Interessenslage des Händlers gegenüber dem Kind? Die Mutter möchte natürlich das Beste für ihr Kind, gesunde Ernährung, dass es
ausreichend wächst, ausreichend Nährstoffe bekommt und der Händler möchte verkaufen. Und sonst nichts eigentlich. Der möchte zwar nicht seine Kundschaft grundsätzlich ausrotten, das will er auf keinen Fall, aber wenn die ein bisschen faulige Zähne kriegen und krank werden, dann ist ihm das nicht so wichtig. Hauptsache, er hat viel vertauscht. Nichts fürs Geschäft ist, ja. Solange es das Geschäft nicht tötet, ist es okay. Das heißt also, solange er dann damit, also das heißt, er verkauft billigere Produkte, denn diese künstlichen Zuckerarten sind ja alle billig. Ja, das ist entscheidend. Sonst würden sie ja alle reifes Obst verkaufen. Nein, die sind billiger als reifes Obst. Deswegen werden sie massenhaft beworben und verkauft. Ja? Ja? Und deswegen, also wir fassen zusammen, da begann schon alles Übel der Welt. Begann vor 400.000 Jahren und evoluierte sich bis heute, sodass wir heute die Hochblüte dieser Fehlentwicklung haben und beobachten. Ja? Wenn wir jetzt aber, genau jetzt sehen wir aber auch, wie wir es korrigieren müssen. Wenn wir jetzt bei 400.000 Jahren, wenn wir mit heutiger Technik, heutigen Datenerfassungsmöglichkeiten und so weiter rangehen, wie würden Sie das jetzt lösen und verhindern, dass es zu dieser Fehlentwicklung kommt? Es ist wahrscheinlich schwierig, das Ganze zu verhindern. Das hat ja eine Eigendynamik, die sich entwickelt hat in eine Richtung, die mittlerweile Ausmaße angenommen hat, dass dem schwer Herr zu werden ist. Ich glaube, es ist eben wichtig zu begreifen, dass diese Dynamik sich nicht an menschlicher Moral orientiert und dass es deshalb nötig ist, soziale Interessen, gesundheitliche Interessen durchzusetzen. Und, Sie haben jetzt was ganz Wichtiges gesagt. Ja, Sie haben jetzt was ganz Wichtiges gesagt, dass es sich nicht an der Moral orientiert. Warum? Wie kann jede Moral ausgehebelt werden? Ich sage es nur mal ganz einfach. Jede Moral können Sie aushebeln, indem der Händler überzeugt ist, dass der Zucker gesünder ist als eine Frucht. Wenn er das glaubt, diesen Irrtum, errare humanum ist est, ja, wenn er diesen Irrtum hat, sozusagen, ist er überzeugt, den Leuten was Gutes zu tun. Vielleicht glaubt Nutella wirklich, dass es für Kinder die beste Nahrung sei, dieses Zuckergebräu, ja, sozusagen. Und verstehen Sie, und wenn ein Arzt, ein Schamane glaubt, dass die aggressiven Chemotherapien wirklich immer das Beste wären und dass durch Ernährung und durch Präventivmedizin, durch Sport und Bewegung und Ernährung null beim Krebs verhindert werden kann, dann wird er auch entsprechend behandeln. Also das heißt, jeder, auch der Arzt, der, Sie haben die Skandale gehört, dass es Ärzte gibt, die zu viel in Kliniken operieren, weil es da auch um wirtschaftliche Interessen geht, um Boni und so weiter. Auch dort, er braucht ja nur den Irrtum zu haben, dass diese Operation wirklich zwingend nötig sei, also wie beim Kaiserschnitt, dass jeder Kaiserschnitt wirklich indiziert sei und schon hebeln sie jeden Eid des Hippokrates und alle Moral aus, einfach durch einen Irrtum. Ja, also es ist eben da wahrscheinlich wichtig, sich auf wissenschaftliche Erkenntnisse zu stützen und immer wieder zu reevaluieren, ob das, was man macht, wirklich nötig ist und versucht, so aktuell wie möglich zu bleiben und sich nicht einfach von den eigenen Interessen leiten zu lassen. Genau. Und da das unheimlich schwierig ist, haben die Professoren gesagt, es gibt eigentlich nur ein wirklich gutes System. Die Messung von allem am Endergebnis. Denn es interessiert mich ja jetzt nicht, ob ein Händler sozusagen durch eine Zuckersteuer anfängt, einen neuen Zucker, der dann wieder nicht von der Zuckersteuer erfasst wird, zu entwickeln, der vielleicht noch gesundheitsschädlicher ist und dann am Ende den Produkten zugefügt wird und wir dann einen riesen Wettlauf kriegen, wir verbieten wir erheben eine Zuckersteuer oder verbieten den einen Zucker, dann kommt der nächste Zucker. Das hat alles keinen Sinn. Wir müssen am Endergebnis messen. Das heißt also, ich schildere Ihnen kurz die Gesundheitsreform und die Ernährungssystemreform, denn die heißt Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege. Da hinten wäre die Praxis meines Hausarztes. Er wird erstmal mit einem Federstrich, haben Sie schon von der Last des Papierkriegs gehört und der Abrechnungsnotwendigkeiten, dass das nervig ist? Ich habe es selber mitbekommen, ja. Das wird mit einem Federstrich das gestrichen. Man muss nie wieder abrechnen. Man darf sich nur noch mit Menschen beschäftigen und mit Gesundheit und Krankheit. Und dann
werden die Ärzte kostenlos über Fernsehsendungen der Professoren, wir haben nämlich die besten Ernährungsmediziner mit dabei und so weiter, werden die kostenlos, alle Ärzte in Deutschland, aber auch die Bevölkerung kostenlos schon mal ausgebildet darin, wie sieht Präventivmedizin aus, wie geht heute Ernährungsmedizin, wie geht heute Sport als Medizin, wie geht, und dann bietet er mir kostenlos einen Gesundheitsclub an, kostenlose Ernährungskurse, kostenloses Sport, kostenloser Sportverein, das werden die neuen Sportvereine, die Gesundheitssportvereine, und dort machen wir in Zukunft Sport, weil es auch noch kostenlos ist. Dann wird er bietet mir Tanzveranstaltungen ohne Alkohol und Zigaretten an. Die Leute finden sich zueinander, die einsamen Menschen kommen aus ihren Löchern raus. Da werden Comedians eingeladen, die so wie Dr. Eckert von Hirschhausen mit Spaß Gesundheitsaspekte bewusst machen und so weiter. Und so entsteht dann stehen Tausende von Health Clubs sozusagen, und der Mensch fängt wieder an, so ein bisschen in Kommunen wie damals vor 400.000 Jahren zu leben. Es bilden sich die ersten Wohngemeinschaften, Mehrgenerationen-Wohngemeinschaften. Der Arzt wird weitergebildet zum Mediator und Supervisor, wie man Konflikte dämmt und wie man dafür sorgt, dass die Menschen friedlich miteinander zusammenleben können. Wir machen quasi die Fehlentwicklung, drehen wir wieder zurück. Und diese sozialen Gemeinschaften, der Lebensmittelhändler kriegt einen Gewinnzuschlag. Ich gehe zum Beispiel mit meiner Krankenversicherungseinkaufskarte beim Alnatura und beim Rewe einkaufen. Dann wird berechnet, ob bei der Masse der Kunden insgesamt zu sehen ist, ob Alnatura einen größeren Gesundheitseffekt auf die Leute hat, einen Krankheitsverhinderungseffekt, oder Rewe. Und Rewe wird sich unheimlich anstrengen, konkurrieren zu können. Ja? Die werden ihren Markt in einen Gesundheitsverführungs-, Gemüse- und Obstmarkt und so weiter umwandeln. Weil sie dann am meisten Gewinn machen, weil der Gewinnzuschlag wird von den Krankenkassen genau so berechnet, dass es kein anderes Motiv mehr gibt. Also dass es genügend Motiv ist, nur noch auf Gesundheit zu setzen. Ja. Es kann dann sogar passieren, dass er sogar Nutella aus dem Markt rausschmeißt, weil er sagt, ich habe doch genügend Gewinn. Ja. Ja? Und dann kriegt man das irgendwo natürlich noch im Kiosk oder so. Aber sozusagen der Händler selbst hat vielleicht, wir bleiben natürlich eine freiheitliche Gesellschaft, wir verbieten nichts. Jeder kriegt seinen Nutella noch. Nur vielleicht sagt der Händler, ich biete das erst gar nicht mehr an, weil ich will die Menschen verführen zur Gesundheit. Wenn er natürlich dann merken sollte, dass die Leute nicht mehr bei ihm einkaufen, wird er natürlich sofort wieder Nutella reinnehmen. Ja? Aber so wird dann ein Wettbewerb entstehen, mehr Gesundheit für alle. Ja, okay. Also das ist die Utopie, auf die Sie eben angesprochen haben, schon vor unserem Interview, auf die wir hinarbeiten, die Gesellschaft jenseits von Kapitalismus und Kommunismus. Das ist eigentlich das dritte System, da das bedeutet, dass der Arzt sogar mehr Geld kriegt als früher, weil wir unheimlich viel Geld einsparen, volkswirtschaftlich insgesamt. Wir sparen also durch diese Gesundheits- und Ernährungs- und Pflegereform. Die Pflege wird übrigens so ähnlich organisiert wie so eine Hausarztmannschaft. Ja? Der Hausarzt wird ja auch Ernährungswissenschaftler beschäftigen und so weiter. Und das heißt, der Hausarzt wird mehr verdienen, weil die Krankenversicherung natürlich für jeden gesunden Monat, ich mache jetzt das System viel einfacher, als es in Wirklichkeit ist, aber Sie kriegen quasi für jeden Monat, den ich gesund bleibe, in Ihrem Club sozusagen, also, weil ich muss ja nur einmal sagen, ich habe mich für diesen Hausarzt entschieden, so ist es ja heute auch. Ich muss das aber nicht, ich kann auch ohne Hausarzt bleiben. Jeder Mensch, Freiheitsrechte, geht über alles. Ja? Aber im Prinzip kriegen Sie dann, wenn Sie mir helfen, zum Beispiel mal meinen Vitamin-B-Status messen. Das ist nämlich für mich ein Rätsel, ob ich dann Mangel habe oder nicht. Oder meinen Vitamin-D3-Status seriös messen, ob ich da wirklich einen Mangel habe oder nicht. Denn ob ich vielleicht völlig umsonst diese Tropfen zu mir nehme oder so. Ja? Dafür kriegen Sie dann richtig gutes Gehalt, ja? Und sind völlig frei vom Papierkrieg. Sie sind also quasi einen Teil des Tages mit den chronisch Kranken beschäftigt, wo sie gucken, ja, lieber Patient, Sie haben 30, 40 Kilo Übergewicht, Ihre Insulinmenge kann ich natürlich nicht reduzieren, es sei denn, wir haben so ein Sportevent, was richtig Spaß machen wird, haben Sie nicht doch mal Lust dazu zu kommen und bei der Ernährungskurs vielleicht mal reinzuschnuppern? Und so versucht er diese Menschen ganz sanft, ohne jedes Verbot, ohne jedes Du musst, ja, ganz sanft zu verführen zu einem bisschen gesünderen Lebensstil. Und wenn der Mensch dann die Dosis des Insulin vielleicht um 30% reduziert werden kann, kriegen Sie wieder einen Zuschlag von der Krankenkasse. Ja? Also verstehen Sie so, und das dann auf Dauer und so weiter. Wird am Outcome gemessen, dann die Vergütung letztendlich. Ja. Okay. Und das heißt, wir sparen, der Arzt Christian Zimmermann
Der Präsident des Allgemeinen Patientenverbandes in Deutschland sagt, 70 Milliarden pro Jahr locker drin an Einsparung. Jetzt haben wir natürlich, und diese davon könnten wir sagen, wenn wir davon 50 Milliarden fürs Klima verwenden, können wir 5 Kohlekraftwerke stilllegen, die erneuerbaren Energien hochfahren. Und mit den restlichen 20 kümmern wir uns darum, dass es keine Verwerfungen im Gesundheitssystem gibt. Denn wir wollen ja die Wirtschaft nicht schädigen. Wir wollen weder die Pharmaindustrie schädigen, noch die Medizinindustrie, noch sonst etwas. Wir wollen keine geschädigte Wirtschaft, wir wollen eher ein Wirtschaftswunder. Ja? Aber das hört sich alles hervorragend an, aber was jetzt mir durch den Kopf geht, ist, dass mit all diesen Maßnahmen und mit der Messung des Outcomes und des Gesundheitszustands wahrscheinlich auch eine erhebliche Menge an Daten erfasst wird von den Leuten, die da behandelt werden. Und, genau, die Bevölkerung muss sich sichergestellt, dass das nicht missbraucht wird. Genau, das heißt, wir vertrauen bei den Wahlen einer Instanz in Deutschland. Und wir haben auch nur eine vertrauenswürdige Instanz in Deutschland. Das ist der Bundeswahlleiter und das Statistische Bundesamt Wiesbaden. Das ist die einzige datenmäßig verlässliche Instanz, die wir in Deutschland haben. Dann müssen wir die Strafgesetze rund um Datenmissbrauch drastisch erhöhen. Denn wer da falsche Daten oder wer da Daten abgreift, das ist ja dann ganz schweres Verbrechen, muss also hoch strafbewehrt werden. Das Statistische Bundesamt und Wiesbaden, da müssen ständig abwechselnd andere Kriminalbeamte sozusagen patrouillieren, die alle Prozesse, also Computerspezialisten vom Kriminalamt, von den Bundeskriminalämtern, Landeskriminalämtern und so weiter, überwachen. Denn niemals dürfen diese Zahlen, diese anonymisierten Zahlen, die überall anonymisiert sind, die aber irgendwo vielleicht mit dem Namen der Person ja verkoppelt sein müssen, vielleicht irgendwo, ja, an einer Stelle. Ich weiß gar nicht, ob das nötig ist oder ob man die ganz entkoppeln könnte. Aber irgendwo muss es ja eine Kopplung geben. Ja? Und wahrscheinlich einfach, dass man den Menschen sieht und er hat die Kartennummer XY. Ja? Schon dadurch gibt es eine Kopplung. Aber irgendwo muss vielleicht auch ein Computer für eine Ersatzkarte, muss es eine Kopplung zwischen Namen und Zahl geben. Und das ist schade, aber es muss sein, weil eben, jetzt ist der entscheidende Punkt, die Bevölkerung muss sich dann ganz klar entscheiden. Die Wissenschaftler können der Bevölkerung nur sagen, dass sie die Risiken, durch Datenschutzbruch geschädigt zu werden, ungefähr so groß einschätzen. Die Risiken aber ein kapitalistisch zerstörerisches, weltzerstörerisches System, und ich habe ja jetzt nur von einer von 20 Reformen gesprochen, wir müssen ja auch noch alles andere machen. Ich habe jetzt, vielleicht ist jetzt auch noch nicht klar geworden, dass natürlich durch diese Umstellung des Lebensmittelhandels schon der gesamte Agrarwirtschaft um sich umstellen wird auf giftstofffreie Produktion. Logische Alternativen, ja. Dass dann Bodenreinigung und Bodengiftung, Entgiftung das neue Geschäft sein wird. Also die Renaturierung unserer Welt wieder zum Geschäft wird. Dass Konzerne also ein gewinnorientiertes Interesse am Umweltschutz entwickeln. Ja? Das muss man sich mal klar machen, was das für Auswirkungen hat. Und dabei ist es jetzt erstmal nur die eine von 20 Reformen gewesen, die ich geschildert habe. Ja? Und da ist es so, dass wirklich die Wissenschaftler dann den Leuten sagen, wissen Sie, der Schaden, den Sie jeden Tag weiterlaufen lassen, ist so groß und das Datenschutzrisiko ist so groß einzuschätzen. Und da müssen Sie sich entscheiden, wollen Sie weiterhin den Totalruin der Erde und Ihrer Lebensqualität und der Gesundheit und das soll die Falschernährung noch stärker werden, wollen Sie noch mehr Übergewicht in Deutschland und so weiter, oder wollen Sie eine gesunde, glückliche Gesellschaft mit einem minimalen Risiko, das trotz aller Kautelen, trotz aller Vorsichtsmaßnahmen vielleicht doch mal irgendein Hacker einen Datenschutzbruch hinkriegt. Ich versuche mal ganz das Ende zu finden. Durch 20 Reformen erreichen wir ein Wirtschaftswunder von 200 bis 500 Milliarden Euro jährlich. Wir geben den Pharmaaktionären, wir halten deren Dividenden aus diesen Geldern heraus konstant, damit es keinen Unfrieden gibt. Denn die Konzerne müssen alle mitgehen und die müssen diese Transformation gestärkt überleben. Genauso auch im Technikbereich, also Sonnenenergie statt. Wir müssen allen Konzernen helfen, gestärkt aus dem Wandel
dem ökologischen Nachhaltigkeitswandel der Gesellschaft hervorzugehen. Das machen wir und die Restgelder, die dann übrig bleiben, stecken wir direkt in die Klimafinanzierung. Ja? Also das heißt, erst verhindern wir den sozialen Unfrieden, denn sonst kommt es zum Krieg aller gegen alle am Ende. Ja? Und am Ende werden die Konzerne stärker sein mit ihren Lobbyisten. Ja? Jetzt können wir nicht über Demokratisierung sprechen und so weiter, aber ich glaube, Sie haben einen kleinen Einblick in das dritte System und dass wir schaffen könnten, Kohlestopp 26, 27 wird es vielleicht werden, jetzt, weil die Zeit verstreicht. Ja? Aber die Professoren stecken in den Startlöchern. Was ist Ihr erstes Gefühl zu drittes System der zweiten Scientists for Future abschließend? Es ist so radikal, dass ich glaube, dass der Ansatz, dieses Ziel zu erreichen, dass der nötig ist, um Änderungen durchzusetzen, die das aufhalten, was jetzt gerade noch einfach nicht im Gange ist. Und ich habe jetzt ein paar Sachen gehört, ein paar Eindrücke gehört. Das hört sich alles super an. Ich werde mich damit nochmal so ein bisschen auseinandersetzen. Aber im Prinzip bin ich sehr damit einverstanden, dass man... Dass wir es zumindest diskutieren. Dass wir es diskutieren, dass wir auf vielen verschiedenen Ebenen Utopien aufstellen, auf die wir hinarbeiten können. Und davon lebt ja auch unsere Demokratie, dass wir verschiedene Zukunftsbilder zeichnen und gemeinsam auf eine bessere Zukunft hinarbeiten und auch den Status quo, den wir jetzt haben, aufzubrechen. Dieses ist halt das Zukunftsbild der Naturwissenschaft. Ja, also danke. Ich finde das super.